11. Januar 2022, 11.30 Uhr, Herr Polizeioberkommissar Martin Hallweg, Sie sind Sprecher der Polizei Berlin. Jetzt wurden die Zahlen der Ermittlungsgruppe Quer der Polizei Berlin bekannt. Was können Sie zu diesen Zahlen sagen und was ist eigentlich die Ermittlungsgruppe Quer? Zur Ermittlungsgruppe Quer lässt sich mitteilen, diese Ermittlungsgruppe beim Landeskriminalamt, also insbesondere beim polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt, wurde gegründet, um eben die Straftaten im Zusammenhang mit den Protesten der sogenannten Querdenker-Szene zu ermitteln und zu bearbeiten. Diese Ermittlungsgruppe hat seit ihrer Aufstellung bis zum heutigen Tag 2082 Ermittlungsverfahren bearbeitet. Was genau ist denn diese Ermittlungsgruppe Quer? Also die ist in dem Staatsschutz angesiedelt. Könnten Sie dazu noch was sagen, zu dem Charakter und was der Staatsschutz da macht, spezifisch auf diese Querkriminalität? Das Wort Quer leitet sich jetzt nicht nur sozusagen von der sogenannten Querdenker-Szene ab, sondern eben vermittelt auch, dass diese Szene sich nicht eindeutig einem Phänomenbereich zuordnen lässt. Also sie lässt sich zielgenau weder dem rechten noch dem linken Spektrum zuordnen, sondern setzt sich vielmehr aus einem breiten bürgerlichen Spektrum zusammen. Die 2082 Ermittlungsverfahren werden daher auch nicht der PMK rechts zugeordnet, sondern dem sogenannten Phänomenbereich PMK sonstig. Die Zahlen sind allerdings insofern, wie gesagt, soweit aktuell, 2082, das sind aktuell auch die Zahlen, die von der Ermittlungsgruppe bearbeitet und ermittelt werden. Sie haben es eben gerade angesprochen, PMK rechts, das steht für politisch motivierte Kriminalität rechts. Was gibt es denn noch für Kategorien in diesem PMK-System? Darüber hinaus noch eben den sogenannten Phänomenbereich oder die sogenannten Phänomenbereiche PMK links, PMK sonstig bzw. PMK ausländisch motiviert bzw. ausländische Indoktrinierung. Das sind dann die verschiedenen anderen PMK-Bereiche, die eben auch in den anderen Dezernaten des polizeilichen Staatsschutzes dann ermittelt werden. Und weshalb hat man für diese Querstraftaten, wie ich sie jetzt einfach mal einfachheitshalber nenne, die der PMK sonstiges zugeordnet und nicht noch eine weitere PMK-Kategorie eröffnet? Diese PMK sonstige ist eine weitere PMK-Kategorie, aber wie gesagt, sie wurde eben für Straftaten gegründet und beziehungsweise eingerichtet, die eben den sonstigen Phänomenbereichen nicht eindeutig oder zielgenau zuzuordnen sind. Mhm. Wie ist es denn mit dem Wort Querfront? Das gibt es ja auch. Hat das irgendeinen Bezug zu der Ermittlungsgruppe Quer? Das kann ich jetzt im Einzelnen so nicht wiedergeben, ob quasi dieser Begriff Querfront jetzt im Einzelnen auch von dieser Ermittlungsgruppe auch ermittelt wird. Dazu müssen wir gegebenenfalls dann nochmal zum späteren Zeitpunkt miteinander sprechen. Mitteilen kann ich Ihnen, wie gesagt, lediglich, dass von dieser Ermittlungsgruppe eben die Straftaten im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Infektionsschutzmaßnahmen ermittelt werden. Wie viele Menschen arbeiten denn in der Ermittlungsgruppe Quer? Zur Mitarbeiterzahl werden wir uns aus polizeitaktischen Gründen natürlich an dieser Stelle nicht äußern. Die Mitarbeiter setzen sich aus den Bereichen des polizeilichen Staatsschutzes zusammen und sind allesamt erfahrene Ermittlerinnen und Ermittler. Können Sie denn zumindest sagen, wie viele Mitarbeiter der Staatsschutz in Berlin insgesamt hat? Auch diese Zahl werden wir aus polizeitaktischen Erwägungen bzw. ermittlungstaktischen Erwägungen hinaus nicht der Öffentlichkeit mitteilen. Könnten Sie uns zumindest einen Eindruck vermitteln, welchen Anteil ja insgesamt Staatsschutzdelikte haben am Ermittlungsaufkommen in Berlin? Kann man das sagen, wie viel Prozent der Straftaten in Berlin sind Staatsschutzdelikte? Genaue Zahlen für diesen Bereich liegen mir aktuell nicht vor. Die lassen sich aber aus der PKS eben herleiten. Dort sind sämtliche Straftaten, die von der Polizei Berlin eben erfasst und ermittelt wurden, dementsprechend auch aufgelistet. Da können Sie ganz einfach herleiten, welche Zahlen
den sogenannten Phänomenbereichen PMK dann auch ermittelt werden. Wer mehr über das Thema erfahren möchte, kann auch in den Tagesspiegel von heute schauen. Auf Seite 1 und auf Seite 7 beschäftigt sich Frank Jansen mit dem Thema. Er bewertet es als bedrückend, die Zahlen von 2082 politisch motivierte Straftaten im Bereich Quer. Würden Sie diese Einschätzung bedrückend teilen? Bedrückend, insofern kann ich, oder dieses Wortwahl an Simmel kann ich jetzt so nicht widerspiegeln, weil wir dahingehend auch keinen Vergleich haben. Wir haben also quasi keinen anderen Phänomenbereich oder einen vorhergegangenen schon mal erwähnten Phänomenbereich, mit dem man das vergleichen würde können. Insofern haben wir jetzt aktuell nur die Zahl 2082. Wir können feststellen, dass wir im Jahr 2020 1307 Straftaten in diesem Bereich hatten und in dem Jahr 2021 775. Das heißt also durchaus ein Rückgang der Zahlen zu verzeichnen sind. Allerdings haben wir dazu eben auch keine Vergleichswerte. Noch ein Detail: bei den 2082 politisch motivierten Straftaten bei Demonstrationen von Corona-Leugnern und Impfgegnern, da soll es sich in 1409 Fällen um Gewalt handeln. Können Sie das bestätigen und haben Sie zufällig Beispiele für solche Gewalttaten? Tatsächlich sind in diesen 2082 erfassten Ermittlungsverfahren 1409 Gewaltdelikte mit erfasst. Allein davon sind auch Gewaltdelikte gegen Polizeibedienstete, nämlich in der Höhe von 839 Straftaten, die alleine, wie gesagt, gegen Polizeibedienstete verübt wurden. Die Polizeipräsidentin Frau Dr. Slowik hatte sich auch schon mal geäußert in den letzten Wochen, dass die Zahl der Angriffe gegen Polizisten auf Demonstrationen vorwiegend auch von Corona-Leugnern und Impfgegnern zugenommen habe. Können Sie das noch bestätigen? Das kann ich Ihnen so bestätigen, dass wir konnten oder mussten in der Vergangenheit feststellen, dass eben die Zahl der Angriffe auf Polizeieinsatzkräfte auf den Kundgebungen, bei Versammlungen, bei Demonstrationen in den vergangenen 2 Jahren zugenommen hat. Genaue Zahlen kann ich Ihnen allerdings jetzt momentan nicht nennen. Dazu müsste ich dann auch nochmal bei uns in die Archive hineinschauen. Eine letzte Sache noch. In dem Tagesspiegel-Artikel von heute ist auch ein großes Bild von dem Reichstagssturm dabei am 29.08.2020. Das war ja auch ein Großeinsatz der Polizei. Allein an diesem Tag sollen 309 Straftaten registriert worden sein. Können Sie dazu noch kurz was sagen und welchen Ermittlungsstand die Ermittlungsgruppe Reichstagssturm hat? Zu dem Sturm oder zu dem Betreten der Reichstagstreppe haben wir mit Stand 5. Januar 2022 bislang 309 Straftaten diesem Ereignis zugeordnet, die entsprechend dann ebenfalls auch ermittelt werden. Dazu können wir lediglich noch mitteilen, dass die EG Quer bis zum jetzigen Zeitpunkt zu den 2082 Straftaten allein 2115 Tatverdächtige bislang ermitteln konnte. Ach, 2115 Tatverdächtige sind schon ermittelt? 2115 Tatverdächtige zu diesen 2082 Straftaten sind bislang ermittelt, richtig. Wie kann es sein, dass es mehr Tatverdächtige gibt als Straftaten? Jetzt mal wirklich ganz naiv gefragt. Das kann zum Beispiel aus dem Umstand heraus geschehen, das Delikt des Landfriedensbruches kann eben auch von mehreren gleichzeitig begangen werden. Insofern haben wir aber nicht mehrere Landfriedensbrüche, sondern eben immer nur einen Landfriedensbruch, aber mit mehreren Tatverdächtigen. Ah, okay, das heißt, das ist wichtig zu wissen, die Anzahl der Straftaten lässt keine Rückschlüsse zu auf die Zahl der Tatverdächtigen. Die kann durchaus, wie Sie es jetzt gesagt haben, noch viel höher werden im Laufe der Zeit. Genau. Gibt es denn weiter noch die Bemühungen von Polizeibeamten, die Tatverdächtigen auch zu identifizieren? Ich habe mal in einem anderen sehr guten Tagesspiegelartikel gelesen, dass man sich bemüht, weiterhin auch in sozialen Netzwerken und auch bei weiteren Demonstrationen Tatverdächtige zu ermitteln, indem man einfach auch Bilder vergleicht, die man schon in polizeilichen Ermittlungen recherchieren konnte. Solange Ermittlungsverfahren nicht abgeschlossen sind, werden wir in den Bemühungen zu diesen Ermittlungsverfahren Tatverdächtige zu ermitteln eben nicht nachlassen. Okay, und benutzen Sie dazu, können Sie jetzt bestätigen, auch diese Bilder, die die Polizei schon recherchiert hat, um also Bilder abzugleichen mit Personen auf Demonstrationen? Dazu nutzen wir unter Umständen beziehungsweise eben auch ganz normal öffentliche Quellen, das heißt also zum Beispiel Videos oder
Fotodateien, die öffentlich zugänglich sind, mit unseren eigenen Feststellungen. Ich bedanke mich sehr für die Auskünfte, Herr Polizeioberkommissar Hallweg. Sehr gerne.